Und nach der Nacht hauen wir ab, wa? Ja. Und dann auf Map 3, oder wie? Das konntest du jetzt auswählen, ne? Ja, ich kann das immer auswählen, wenn wir mit dem Schiff fahren. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Kingdom to Crones. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, jetzt bin ich wieder voll einsatzfähig. Brauchen wir keine Werkzeuge mehr. Warum? Ich glaube, wir müssen Leibgarde. Leibgarde ist Nauerspin. Das sind diese Schilde an der Burg. Okay. Achso, ich wollte mir den Greif holen. Ja, aber Farmen, Leute, kann ich nochmal machen, oder? Nee, lass mal. Hör mal, fahr. Zu spät. Ist schon da. Müssen wir unsere ganzen Werkzeuge wegkriegen. Wir müssen, glaube ich, die Schilde da benutzen. Nein, nicht einsammeln. Gib mir das Geld. Wie viel Geld hier vorne liegt. Der Staubsauger ist unterwegs. Nein, ich droppe das schon wieder in den Plus. Da ist der Greif. Kannst du das nicht fliegen? Das war richtig geil. Weißt du, wie teuer ist denn der da? Was hat er denn da gerade geputtert? Grasen. Okay, jetzt habe ich den Greif. Auf jeden Fall schneller, oder? Weiß ich nicht. Mal ausprobieren. Lauf mal los. Ja. Ja, der ist schneller. Kann der noch irgendwas? Kannst du angreifen? Es gibt einen Bär, der kann die Rehe umbringen. Und ja. Oh mein Gott. Und tschüss. Habe ich eigentlich hier keinen Katapult? Weiß nicht, ob der angreift. Versuch das gleich mal, wenn noch einer übrig ist. Ja, das ist nicht gut. Warum gibt es hier keinen Katapult? Ja, geht schon. Ja, ein Speck hier sind voll blöd. Ich glaube, das ist ein Feld. Nein, das fällt nicht. Also der Greif greift nicht an. Okay. Einfach nur schnell. Gut, die anderen Diamanten, die ich jetzt noch übrig habe, lagere ich aber erstmal wieder ein, ja. Ja. Müssten noch zwei, glaube ich, dann sein. Alter, diese Wege, ne? Diese Laufwege. Weißt du, wenn man ein Portal zerstören, kann man das übernehmen, dann kann man sich beamen. Boah, jetzt wird er die Möglichkeit noch ein Portal zerstören. Also zwei sind jetzt noch in der Truhe. Zwei Diamanten, wenn du die für irgendwas brauchst. Ja, ist gut. Geh mal mit auf die nächste Karte. Ja, Pikiniere hast du hier schon gemacht. Okay, und Katapult hast du hier auch schon. Ja gut. Da bitten wir jetzt mal keine weiter aus. Ja, den Baum machen sie echt nicht weg. Ich rekrutiere hier gerade noch mal zwei Obdachlose. Ja genau, die immer ranholen, sodass die Werkzeuge weg sind und dann mal gucken, ob sie die Schilder nehmen dann. Was ich mal gesehen habe, da hattest du irgendwie einen Pagadisten bei deinem Pferd dabei. Dann konnte man die Dinger auch angreifen.
Eisen dafür. Na, Eisen kriegen wir auf der Map hier nicht. Müssten wir auf die dritte gehen. Oh, hier geht das Portal jetzt auf. Scheiße. Nee, der hat keinen Rasen gepressen, der hat gerade irgendeine Ratte oder so gefuttert. Eine Ratte? Ja. Keine Ahnung, irgendwas hat er gerade gefressen. Das hat gequietscht. Quietscht? Ja. Bestes, wenn ich nicht halten kann. Ah, da kommt sie schon angechattet. Rückzug! Haben sie den Handwerker umgeklopft? Ne, dann doch haben sie. Na, dann bist du dann ein Dings los. Ein Werkzeug. Die haben ihn aber auch danach getötet. Ja gut, die kriegen wir ja nach. Griff abgewehrt. Ja, bei mir auch. Easy. Ah, wobei, hier ist der Obdachlose. Zack, kriegt er mein Geld. So, ich bin jetzt bis am Portal ran, hier gibt es keine Bäume mehr hier rechts. Ja, links ja auch nicht. Du bist auf den einen, oder? Du bist auf den einen, ja. Und da passiert auch nichts mehr. Ich will jetzt hier alles in die Verteidigung. Hier kann ich noch einen rekrutieren. Schlecht hier, der gerade gestorben ist. Zwei konnte ich rekrutieren. Ich habe auch noch eine gerade. Was willst du essen, freiwillig? Ist alles. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Kottbüller oder was? Kottbüller! Bauen wir schon das Schiffchen auf, ne? Hört sich gut an. Ich kann hier nur einen Wachturm hinsetzen, aber keine Mauer. Das mit dem Wachturm ist eigentlich egal, den kannst du wirklich... nimm einfach den, der am äußersten Rand ist, weil die greifen den Turm ja nicht an. Aber dafür keine. Schießen die Leute halt runter. Okay. Ach was, jetzt kann ich eine Mauer hier hinbauen. Toll. Richtig viele Mauern jetzt auf einmal hinstellen. So, ganz dicht nebeneinander. Das wird ja nichts mehr hier. Das ist völlig sinnbefreit. Wenn wir die nächsten Handwerker verrecken, ne? Kräuter wirtschaftet. Oh, das Pack.
Brauchst du noch Kohle oder was? Ja, jetzt haben sie gedroppt. Haben sie richtig gedroppt. Ja, bei mir auch. Ja, wie es überläuft. Wie es alles überläuft. Ich krieg doch, dann seid ihr gestorben bei der Aktion. Ja, haben sie hingekriegt. Ja, nice. Dann hoch die Scheiße hier. Oh, bei dir sind drei Obdachlose. Dran. Ist die Werkzeuge mal aufgebraucht? Waren keine mehr da. Ich glaube nur noch eine Sense. Ja, ich kann jetzt den Katapult bauen. Los hier. Ich nehme noch die Worker. Jetzt mal hochziehen hier. Ah, er wird schon wieder irgendeine Ratte fressen. Ah, hier, pass auf. Gesehen? Sache. Ja, ja. Dann frisst der aber nur auf, wo kein Rasen ist, oder was? Vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, du musst ja sprinten, der muss ich erst auspowern. Oh. Jetzt bauen sie erst die Mauern, fuck. Das ist jetzt richtig schlecht, ne? Ah, okay, hier steht einer. Und die reißen auch die Gebäude wieder ab. Ja, aber sie die versetzen. Ja? Wenn jetzt hier vorne genug Platz ist und du hier Pikiniere-Dings und Turm gebaut hast, dann setzen sie die beiden Gebäude nach vorne. Damit sie nicht so weit laufen müssen bis zum äußeren Rand. Ja, aber ist ja safe trotzdem hier. Das ist jetzt richtig scheiße. Ne, ist doch safe. Guck mal, du hast hier noch einen Turm, du hast hier ein Pikinier. Alles gut. Fuck. Ich hab doch hier schon alles auf Stein. Siehst du? Oh, jetzt hat das Katapult hier ohne Deckung hingestellt. Wie dumm ist das denn? Das können sie ja verschieben. Jetzt kriegen sie noch rechtzeitig weggedrückt. Ja, ja, das schaffen wir noch. Schon wieder eine Ratte gefressen. Jetzt kommen sie raus, das wird nichts. Die können alle hier verrecken. Ach Quatsch. Das ist schon Nacht. Das kriegen sie nicht hochgezogen, haben sie lange gebraucht. Das wird schon. Ah, ah. Das wird. Die Schützen haben sich immer links positioniert. Kommen nach drei Mauern. Und? Vielleicht wird es doch noch was. Das ist nur der Turm. Oh, die haben den Turm statt die Mauer gebaut. Ja. Das ist ausgezahlt, ja. Ein bisschen? Ja, der kriegt auch noch eine. Also siehst du. Alter, das Vieh ist ganz schön hungrig. Oh, siehst du, hab ich doch gesagt, schaffen sie. So, siehst du, jetzt haben sie nämlich hier Pikiniere und Katapultding nach vorne gesetzt. Geht ja alles, mehr kann man nicht bauen. Kauf dir mal hier noch drei Bomben, wa? Reinscheppern. Die noch voll aufrüsten. Und hier vier voll aufgerüstete Mauern hintereinander. Boah, genau. Das ist ein bisschen übertrieben, oder?
Ah, fuck, ein Tor da. Oh, hat ganz, ganz knapp ausgereicht. Und noch eine Arbeitslosen hat er gefunden. Geld? Nein, mein Geld. Kein Geld für mich. Wer ist schneller? Also rechts brechen sie auf jeden Fall nicht mehr durch. Das klaut. Und der hatte noch was. So, was ist jetzt hier mit deinen komischen Schildern da? Ja, guck mal, haben wir jetzt Arbeitslose in unserer City? Einer kommt gerade angerannt, der hat auch gar kein Werkzeug. Musst du jetzt das Schild nehmen oder nicht? Da fehlen doch schon zwei, guck mal. Ja. Okay. Das sind jetzt kämpfende Truppen oder was? Müsste eigentlich so sein, die könntest du jetzt gleich Befehle geben, glaube ich. Dann kannst du sagen, Angriff. Na, dann guck ich mal, ob ich noch ein paar Rekruten kriege. Tüpfchen habe ich schon mal zu Wasser gelassen. Wächst kein Rasen, ich kann meinen Elch nicht ernähren. Oh ja, hier kommen nochmal drei Rekruten. Nice. Die laufen aber richtig langsam nach hinten. Nee, die verteilen sich jetzt hier ganz langsam. Aber keine Ahnung auf was. Der steht jetzt einfach nur beim Katapultding hier rum und macht nichts. Nichts macht er, okay. Also ich meine, der Obdachlose. Der Obdachlose. Ja, der läuft nicht mal in die City. Um sich ein Schild zu holen. Eins gab's dann noch. Ja, zwei sind ja in die City gelaufen. Ja, dann hole ich jetzt hier noch zwei Pikiniere. Die finde ich geil. Oh, das Portal hat gerade nach mir geschlagen. Geil. So, wo ist denn jetzt hier der Bild? Hab keine Ahnung. Ja, hier hinten kommt er. Beobachtet den Mann, was er jetzt treibt. Das ist nur ein Bogenschütze. Nee, ist kein Bogenschütze. Ja, der steht jetzt einfach nur hier. Na gut, dann kann man nicht weiter her. Na gut, dann Abmarsch. Warte, jetzt ist Tag. Ja, stimmt, bei Tag kann man vielleicht angreifen. Guck mal, ob er jetzt was macht. Pass nur hier auf. Okay. Kannst du hier irgendwie einen Angriffsbefehl geben? Gold bezahlen. Komm mit hier. Ich bring dich zum Portal. Ihr gierigen Schweine. Nein! Hier! Oh, was soll denn das? Kommt er komplett weg. Na, ich glaube, die können nicht unendlich viel Geld tragen. Jetzt spuckt das mir hier wieder aus. Ja, eigentlich machen. Na gut, dann Abmarsch. Weiter, bist du zufrieden mit der Verteidigung hier? Hier hält alles. Weiter geht's auch gar nicht. Hier können wir noch einen hochziehen. Ja, nach innen hin können wir jetzt alles noch verbessern, aber das muss jetzt nicht sein. Ich
diesmal bitte alle mitnehmen. Ich habe sowieso gerade keine Kohle. Dann hol dir mal was, ich läute mal schon mal die Glocke jetzt und besiedeln. Mach mal. Kommt bloß keiner. Kommt mal angerannt. Oh, mein Sack ist voll. Super. Drei Handwerker kommen angejettet. Vereint sind wir stärker, hat der Tutorial-Geist gerade wieder gesagt. Drei Handwerker haben Platz genommen. Ich kann nicht läuten. Such hier mal ein paar Bogenschützen. Haben wir noch ein paar Obdachlose drin? Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht sollten wir noch mal eine Nacht warten. Und das mal so viele rekrutieren, wie wir können. Guck mal, hier läuft noch einer rum. Laufwege. Ja. Handwerker haben wir jetzt 3-4 Stück auf dem Boot. Da brauchen wir keine. Ja, ein paar Bogenschützen. Ein paar Sichertypen. Oh, hier kannst du noch welche rekrutieren, ja. War das auf unser Schiff, die hier gerade angerannt kommen? Kann durchaus möglich sein. Kann ich auch nochmal 2 rekrutieren? Nur noch einen Bogen da, ja. Hau raus, hau raus. Ich will gerade die Bögen wieder auf. Mal 2 hier geholt. Bikiniere würde ich gerne mitnehmen. Das geht. Links und rechts jeweils immer einer. Am Anfang wäre mega strong. Ja, die sind übelst krass. Ja. Ja, und hinter so einer einfachen Mauer und hier einfach mal 5-6 Leute weg. Die Viecher springen gegen und sind tot. Ja. Okay, der eine wird sich jetzt bikinieren. Ich bin nie ausgebildet. Dicke. Na, ich kann jetzt noch mal läuten. Hat einer angechattet, hat sich eine Sense geschnürt. So, also 4 Bögen sind noch, aber können keine Leute mehr ranholen. Ich hab hier noch einen. 2 sogar. 2 sogar noch. Sind jetzt auf dem Schiff drauf? Ist was dazugekommen? Nee, eben noch nicht, aber die waren, ich war ja schneller. Aber jetzt könnte sein, dass jetzt schon wieder welche drauf sind. Sind jetzt wesentlich mehr drauf. 3 Bogenschützen, vielleicht 4. 2 Handwerker sehe ich, einen von den Schildtypen. Noch was anderes. Eine Elite-Kämpfer sind heute dabei, oder? Kann sein, ja, ich habe jetzt nochmal geläutet. Ich mach mir jetzt nochmal meine Taschen voll, dann können wir eigentlich schon los, oder? Nee, links habe ich auch gerade alle rekrutiert. Okay. Und mein Sack ist wieder bis zum Get-No gefüllt. Ich kann nochmal läuten. Ja, nochmal.
durchkommen. Aber wollen keine mehr an den Mauern. Ist egal, das Katapult alleine macht das schon. Ich hab links auf jeden Fall mindestens 8 Bomben oder so. Das reicht locker. Oh, ich kann nochmal läuten. So, nach der Nacht bauen wir ab, wa? Ja. Und dann auf Map 3, oder wie? Das konntest du jetzt auswählen, ne? Ja, ich kann das immer auswählen, wenn wir mit dem Schiff fahren. Nee, aber vorhin auch schon in Map 3. Nee, also ja, da hätten wir auf Map 3 gehen können. Okay, ja. Aber ich habe, glaube ich, aus Versehen nur auf Map 1 gedrückt. Oh, ich kann da mal einen rekrutieren. Wir haben noch 3 Bögen dann. Na, ja, was? Ich habe nochmal geläutet. So, ein Bogenschütze kommt auf jeden Fall oben auf die Spitze noch rauf. Das geht noch. War beim letzten Mal auch so. Haus? Vielleicht kann ich da auch nochmal welche holen. Dann war es das, würde ich sagen. Hier kriege ich nochmal 2. Na, haben wir die Bögen noch? Ja, wir müssen dann alle sein mit den 2 hier. Hier rennt gerade noch ein Bogenschütze rum. Mal gucken, ob der noch aufs Schiff geht. Oh, ich habe meinen Sack wieder richtig voll gemacht. Mit Berg. Jo, der Bogenschütze ist jetzt auch auf die Spitze gegangen. Soll ich nochmal läuten, oder? Warte kurz, ich begleite hier gerade diese 2 Richtung Base. Die holen sich jetzt einen Bogen und dann kannst du mal läuten, ob die kommen. Das dauert aber, die laufen von ganz rechts jetzt in die Mitte. Gleich da. Also Handwerker scheinen keine mehr aufs Schiff zu gehen. Ich habe jetzt mehrfach ja schon geläutet gehabt und hier laufen immer da doch. Keine mehr, oder? Doch, doch, hier bei mir laufen noch Handwerker rum. So, warte, warte, warte. Bogenschütze läuft ja auch noch rum. Heute mal? Na, warte, muss erst wieder zurück. Ob die kommen. Abgeläutet. Wird sich auf jeden Fall nicht. Passiert nichts, wa? War noch ein rekrutiert und noch ein Bogen gebaut. Gut, dann legen wir jetzt ab. Doch, warte mal, hier kommt noch ein Bogenschütze gerade angerannt. Gucken, was der macht. Noch ein zweiter kommt hier gerade angerannt. Ich hab jetzt nochmal 3 rekrutiert gehabt. Ja, ist noch einer draufgegangen. Echt, ja? Ah, ist noch nicht dabei, so. Ich glaube, der kommt auch noch hier. Kriegen Sie jetzt das Portal zerschossen, um jetzt ja, vorbei. Der ist auch noch aufgehübt. Gut, na dann? Abfahrt. Und du meinst jetzt, zerschießen Sie das Portal? Ja, das soll ich skippen jetzt. Okay, ich drücke jetzt einfach gar nichts. So, natürlich eine Weile, bis sie da wieder angekommen sind. Ja, letztes Mal hatten wir auch 4 Bogenschützen, also 2 hinten und 2 oben. Aber unten drin sind jetzt auch noch ein paar Bogenschützen. Ich weiß bloß nicht, ob die schießen. Oh, da ist ja. Bin ich mal oft genug daran vorbei. Guck mal, kommt noch einer angerannt. Hm, der springt mal rauf, meinst du? Wenn alle am Wachposten auch noch hier rüber springen. Und er hat sich gerade umgezogen. Im Gehen. Ist ein richtiger Soldat.
Da ist noch aufgehüpft, ey. Guck mal, der Nick hier vielleicht auch? Nee, die sind wirklich wahrscheinlich reine Verteidigungseinheiten. Bugget da auch ein bisschen. Ja, weil er nichts zu tun hat. Findet keine Fische. Gibt keine Wellen, die er abwehren kann. Der wird nicht drauf springen. Schade. Oh, eine Armee am Start, ja. Die noch alle rüberspringen. Auch alles Bogenschützen da stehen? Auf dem Turm meinst du? Nee, da am Ding. Nee, das sind die Handwerker. Vier Stück stehen da immer. Wo die drei Stück vom Turm zieht er nicht ab. Das lässt er immer da. Ja, wahrscheinlich einfach zur Verteidigung. Wird immer wahrscheinlich der äußerste Turm wird immer besetzt sein. Außerhalb und innerhalb der Mauern. Oh, guck mal, der ist aber auch noch besetzt. Naja, außerhalb und innerhalb der Mauern. Da wäre noch ein freier Bogenschütze, vielleicht springt er auch noch auf. Nee, der rennt nicht. Glaube ich nicht. Außerdem hat er sich auch nicht umgezogen. Und den Baum. Oh, jetzt geht's ab. Und das Feld, dann wäre ja die linke Seite. Ich glaube nicht, dass wir das in einem Drive-By zerstören können. Die unten schießen gar nicht. Ja. Sag ich ja. Gut, dann Map 3 oder was? Ja.